Moin, moin, willkommen hier wieder bei Rapid TV. Es ist der 33. Spieltag und heute, ja, da kann es schon richtig spannend werden in der Liga, beziehungsweise es wird spannend. Wir gucken zuerst mal, wie wir uns geschlagen haben. Wir sind mit BFC Thailand, den Tabellenzweiten, jetzt punktgleich, haben alle jedoch das schlechtere Torverhältnis. Das heißt, heute zu Hause punkten im Leolichtstadion gegen FC Tefferding, 79 gegen 72. Wir sind ein bisschen das stärkere Team. Ich hoffe, Leolicht, ja, trifft hier das Stadion, hält hier auch direkt den Atem an, Rapid mit einer guten Chance. Und jetzt kommt Ortmann und bringt Tefferding tatsächlich hier 1:0 in Führung. Es kann doch nicht sein, dass wir Leolicht hier mit... Wir verlieren und verspielen uns damit wahrscheinlich den Aufstieg. Auch wenn jetzt heute Thailand wahrscheinlich verlieren wird, aber wir hätten heute so einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen können. Das ist natürlich schade. Im Wildbergstadion, 9000 Zuschauer, 1:0 Berlau. Wenigstens müssen sie auch verlieren, dass sie am letzten Spieltag vielleicht patzen und nun unentschieden machen, dass wir da vorbeiziehen. Das 2:0. Das 3:0, das 3:1. Wir hätten jetzt heute vorbeiziehen können und den Aufstieg perfekt machen können, da wir morgen einen Deathwin kriegen, dass wir da automatisch 3:0 gewinnen. Spielbericht. Friendly gegen Grafling 1:0 verloren. Wir können hier auch gar nicht sehen. Spiel anpfeifen, es ist doch. Also können wir uns hier nicht den richtigen Spielverlauf angucken. Wir verlieren 1:0, haben 4:2 Chancen. Schade. Hier, wie gesagt, Thailand hat das bessere Torverhältnis. Wir hätten tatsächlich heute selbst mit einem Punkt schon den Aufstieg wahrscheinlich festmachen können, aber wir haben gepatzt. 4:2 Chancen, auch im Ligaspiel, trotzdem verloren. Leolicht hatte da seine Chancen. Hat sie aber nicht genutzt, 4 Stück. Und Ortmann trifft da zum 10. Saison. Sein 10. Saisontreffer. Boah, 19-jährigen Zweier aus der eigenen Jugend. Wie gesagt, schade. Morgen kriegen wir dann den automatischen Sieg gegen die Superkicker, die nicht antreten. Teilen gegen Majewski, die jetzt nur 65 haben, haben da wahrscheinlich Sperre. Das kommt auch noch dazu. Hoffentlich klappt es dann wenigstens mit dem Länderwechsel endlich mal nach Schweden nach 4 Jahren. Und ja, drückt die Daumen, dass es morgen irgendwie noch klappt. Ich bin ja ein bisschen pessimistisch. Aber noch ist ja nicht vorbei die Saison. Wie gesagt, an der Torschützenkanone sollte sich da nichts dran ändern, dass da Leolicht schon längst durch ist. Das ist er. Und dann sehen wir uns morgen. Drückt die Daumen, dass wir das dann noch irgendwie hinkriegen. Bis dahin, ciao, euer Rapid.